Einen wunderschönen guten Tag an unsere lieben Abenteurer da draußen. Und herzlich willkommen. Ich bin Franzi. Ich bin Ricardo. Und gemeinsam sind wir die Gesichter von Fly by Feet. Zusammen sind wir 1,5 Jahre um die Welt gereist. Und haben dabei viele schöne Länder unserer wunderschönen Erde gesehen. Und Anfang 2019 geht es wieder los auf Weltreise. Und wir wollen dich mit dabei haben. Aber vorher müssen wir eine Frage erstmal klären. Wie plant man so eine Weltreise überhaupt? Falls sich das ein bisschen genauer interessiert, wir werden dir jetzt hier oben unsere Playlist Weltreiseplanung verlinken. Da guck doch einfach mal rein, denn da packen wir alle Videos rein, die um das Thema Weltreiseplanung handeln. Schritt Nummer 1 ist Geld sparen. Ohne Moos ist bekanntlich nichts los und deswegen ist es so wichtig, dass man überhaupt erstmal anfängt, Geld zu sparen. Also werdet alles los, was ihr verkaufen könnt, kündigt das, was ihr könnt und nicht braucht. Und auf jeden Fall setzt euch jeden Monat einen Betrag fest, den ihr auf jeden Fall sparen werdet. Schritt Nummer 2. Fange rechtzeitig an zu planen. Ganz wichtig ist, du willst ja nicht in Stress verfallen. Also fange ungefähr so ein Jahr vor deiner Reise anzuplanen. Fertige Listen an. Visualisiere wirklich deine Ziele. Am besten schreib die wirklich alle auf. Wenn du wissen willst, wie wir das gemacht haben, wir verlinken jetzt hier oben mal unser Video zu dem Weltreise-Masterboard, ja, wie wir das an die Wand gebracht haben. Und da haben wir uns erstmal alles aufgeschrieben, was so wichtig ist für die Weltreise. Schreib dir all diese Fragen und all diese Sachen, die du im Kopf hast, einfach auf und du hast es aus dem Kopf und es stresst dich nicht mehr. Dann geht es bei Schritt Nummer 3 generell um die Reise. Setze dir also erstmal fest, wie lange möchtest du reisen? Möchtest du mit jemandem zusammen reisen? Oder auch, wie möchtest du reisen? Möchtest du mit einem Auto reisen? Möchtest du mit einem Backpack reisen? Oder vielleicht einfach mit dem Flugzeug? Und natürlich ist es auch sehr, sehr wichtig, erstmal zu wissen, wo starte ich eigentlich? Setze dir ein Reisenland fest, wo du deine Reise beginnen möchtest. Schritt Nummer 4. Deine Ausrüstung. Wenn du jetzt also geklärt hast, wo du hinreist, auf welche Art du reist, ja, ob du jetzt trampst, ob du fliegst, ob du dir ein Auto kaufst, kommt jetzt die Ausrüstung. Ja, was brauchst du für einen Rucksack? Was brauchst du generell für Sachen für die Reise? Brauchst du eine Stirnlampe? Brauchst du eine neue Kamera? Brauchst du einen Schlafsack? Ja, all das. All das musst du natürlich klären. Und ganz wichtig hierbei, kauf dir nicht alles auf einmal. Kauf es nach und nach, kauf es Monat für Monat, dass du vielleicht erstmal im Monat 1 dir vielleicht erstmal eine neue Kamera kaufst oder vielleicht erstmal eine neue GoPro. Muss ja nicht gleich so teuer sein, nur vielleicht erstmal so eine Kleinigkeit wie eine Stirnlampe oder eine neue Zahnbürste. Du weißt, was ich meine. Kauf dir wirklich Schritt für Schritt deine Ausrüstung. Du brauchst natürlich auch einen guten Rucksack. Da geht es natürlich schon los, aber du musst ja irgendwie deine ganzen Sachen transportieren. Wenn du jetzt wissen willst, was ein guter Rucksack für dich wäre, wir verlinken dir hier oben nochmal unser Thema, den richtigen Rucksack für dich zu finden. Da kannst du nochmal reingucken und da geben wir dir so eine kleine Anhaltshilfe, worauf du achten müsstest, um dir einen richtigen Rucksack zu kaufen. Der nächste Schritt, Nummer 5, ist das Thema Kündigung. Alles, was du letztendlich besitzt, wird erstmal auf Eis gelegt. Also ob es deine Wohnung ist oder unbrauchbare Versicherung, oder vielleicht auch Handyverträge, Fitnessstudio oder auch überhaupt Strom und GEZ. Du musst halt dran denken, dass alles, was du hast, dir wirklich unnötig Geld kosten kann auf Weltreise. Deine ganzen Sachen, die du kündigst, in deiner Liste verfassen, dir aufschreiben, wann du diese gekündigt hast und natürlich auch, ob du auch eine Bestätigung davon bekommen hast, damit du nicht einfach noch ein blaues Wunder lebst. Schritt Nummer 6. Kommen wir jetzt zu den Beantragungen. Du brauchst natürlich so ein paar Dinge für die Weltreise, die wichtig sind. Unter anderem eine Visakarte, ein Reisepass. Du brauchst eine Auslandskrankenversicherung. Ja, da solltest du natürlich darauf achten, dass du die jetzt so langsam beantragst, weil es dauert natürlich auch so eine gewisse Zeit. Ein kleiner Tipp von uns bei den Reisepass, buch dir gleich 2.
Weil wenn dir einer verloren geht, wenn dir einer geklaut wird, hast du immer noch einen zweiten. Oder wenn du in Länder reist, die sich untereinander nicht verstehen, zum Beispiel Amerika, Iran, dann kannst du den Iran in den einen Reisepass stempeln lassen und Amerika in den anderen Reisepass. Vielleicht zwei Kreditkarten, wo du das Geld so ein bisschen aufteilst. Auch wieder ein kleiner Tipp aus unserer Erfahrung, habe nie das ganze Geld auf einer Kreditkarte, denn wenn dir die geklaut wird, ist dein ganzes Geld weg. Uns ist das so in Mexiko passiert. Falls du wissen willst, wie du einen Reisepass beantragst, ja, dazu haben wir auch ein Video gemacht, das verlinken wir dir auch nochmal hier oben, da schau doch mal rein. Ganz wichtig zu erwähnen ist auch nochmal, du brauchst einen internationalen Führerschein, denn mit deinem europäischen Führerschein kommst du in den meisten Ländern nicht weit und es wird auch gar nicht anerkannt. Ein kleiner Tipp für die Auslandskrankenversicherung, da gibt es zwei, die können wir ganz gut empfehlen, und zwar einmal die Hanse Merkur, da gibt es extra einen Tarif für Backpacker, der relativ günstig ist, und die STA Travel. Informier dich da am besten selber mal so ein bisschen, was für dich am besten in Frage kommt, lest dir das durch und du wirst sehen, welches die beste für dich ist. Schritt Nummer 7. Buchungen. Wenn du dich also entschieden hast, wie du deine Reise angehen möchtest, also ob du ein Auto brauchst, dann solltest du dir natürlich vorher ein Auto kaufen. Wenn du aber als Backpacker reisen möchtest und entschieden hast, dass du vielleicht lieber in ein weit entferntes Land möchtest, dann kommt jetzt der Flug. Diesen solltest du auf jeden Fall im Internet buchen, weil das viel flexibler ist und du daher auch eine Menge Geld sparen kannst. Wir haben super Erfahrungen mit Skyscanner gemacht oder auch mit Google Flights. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, wo du hinfliegen möchtest. Wenn du dir dann deinen Flug gebucht hast in dein Traumland schlechthin, dann kommt auf jeden Fall nochmal unsere Empfehlung, für die ersten 3 Tage dir die Unterkunft zu buchen. Also nicht zu viele Tage, aber wenigstens wenn du ankommst und einen Jetlag hast, dass du völlig entspannt erstmal dort ankommen kannst. Kommen wir jetzt zu Schritt Nummer 8, und zwar sind das die Impfungen. Wenn du jetzt den Flug gebucht hast, ist es natürlich wichtig, für das jeweilige Land auch die richtigen Impfungen zu haben. Deswegen erkundige dich, welche Impfungen in dem Land vonnöten sind. Spreche mit deiner Krankenkasse darüber, ob diese vielleicht die Impfung übernimmt. Informieren kannst du dich zum Beispiel beim örtlichen Reisemediziner über diese Impfung, was er empfehlen würde, welche Impfung für dein spezielles Land die wichtigste ist. Fange da rechtzeitig an. Mach es nicht 2 Wochen vorher, aber das könnte nur ein bisschen knapp werden. Teilweise ist es auch so, dass du nach der Impfung vielleicht nochmal 2-3 Tage flach liegst aufgrund der Antikörper. Also fange rechtzeitig an, deine Impfung durchzuführen. Jetzt kommt der Punkt Nummer 9, der Abschluss. Letztendlich hast du jetzt zum Beispiel eine Wohnung immer noch am Hacken, die du loswerden musst. Und auch alles, was in der Wohnung ist, empfehlen wir, zu Geld zu machen. Einfach alles, was du hast, auch die Kleinigkeiten, wirklich versuchen zu verkaufen, wenn es zu schade ist und du nicht mehr viel Geld dafür bekommst, vielleicht auch zu verschenken. Andere Menschen freuen sich darüber. Und genauso, wenn du ein Auto hast oder auch ein Fahrrad oder irgendein elektrisches Gerät, fahrbaren Untersatz oder so, dann auch das versuchen zu verkaufen. Und im absoluten Notfall, wenn ihr euch wirklich nicht trennen könnt und wisst, dass ihr vielleicht auch gar nicht so lange reist, vielleicht nur für 3 oder 6 Monate, dann zu fragen, ob ihr das einlagern könnt. Kommen wir zu Punkt Nummer 10. Und zwar sind das die Apps oder gewisse Programme, die dir die Reise so ein bisschen erleichtern. Aus unserer Erfahrung können wir dir wirklich Google Maps wärmstens empfehlen. Diese App ist einfach der Wahnsinn. Wir haben wirklich unsere gesamte Navigation, haben wir wirklich nur über Google Maps laufen lassen. Haben wir Restaurants gesucht? Mussten wir eine Wegbeschreibung raussuchen? Ja, wollten wir wissen, wie lange es dauert, von Punkt A nach Punkt B zu kommen? Wir haben wirklich alles mit Google Maps gemacht. Die zweite App, die wir dir empfehlen können, ist Maps.me. Maps.me ist so ziemlich das gleiche wie Google Maps, nur läuft es mit Offline-Karten. Du guckst vorher wirklich in die Region, wo möchtest du hin, lädst dir diese Offline-Karte runter und kannst wirklich ohne Internet gucken, wo du bist, welche Wege du gehen musst, ob da irgendwelche Restaurants oder Hotels sind. Wir haben wirklich in Bereichen wie zum Beispiel Mount Everest Base Camp oder in manchen Teilen Australiens haben wir uns wirklich mit diesen Offline-Karten zurechtfinden können und auch gucken können, wo müssen wir lang, welche Wege müssen wir gehen, und das können wir dir wärmstens empfehlen. Besonders, wenn man auf einem Känguru-Fahrt irgendwo in Australien landet und nicht mehr weiß, wo man ist. Richtig. Real Talk. Wir ja schon unsere erste Weltreise hinter uns haben, möchten wir euch einfach so ein paar Tipps mit auf den Weg geben,
wo wir einfach finden, dass es sehr hilfreich war. Oder wo wir uns einfach dachten, scheiße, hätten wir das mal früher gewusst. Mhm. Und zwar der erste Tipp ist auf jeden Fall, bevor du auf Weltreise gehst, melde dich auf jeden Fall 3 Monate ungefähr vor deinem Reisestart beim Arbeitsamt Arbeit suchen. Denn wenn du von deiner Weltreise zurückkommst, kannst du Arbeitslosengeld beantragen und es ist erstmal nicht so stressig, einen neuen Job zu finden oder vielleicht mit dem Geld klarzukommen. Das ist so eine kleinere Absicherung. Franzi hat es gemacht. Ich habe es leider nicht gemacht, ich habe es bereut. Und deswegen möchten wir dir den Tipp jetzt geben, 3 Monate vor deinem Reisestart, melde dich arbeitssuchend beim Arbeitsamt, damit du nach deiner Reise eventuell erstmal Arbeitslosengeld beantragen kannst. Dann können wir auch euch den Tipp geben, dass ihr euch 2 Visakarten besorgt. Und dazu bekommt man auch bei der DKB, damit sind wir super zufrieden, immer eine Girokarte dazu. Und wir haben es so gemacht, dass wir unseren Eltern die Girokarte hier gelassen haben. Mit diesem Tankgerät. Und dann haben sie immer, wenn wir gesagt haben, überweist uns was auf unsere Kreditkarte, dann haben sie das für uns getan. Und du bist auf der sicheren Seite, dass dir nicht sofort jeder alles klaut. Teile es vielleicht auf 2, idealerweise auf 3 Kreditkarten auf oder 2 Kreditkarten und 1 Mastercard. Damit, wenn dir eine Kreditkarte geklaut wird, wie es uns in Mexiko passiert ist und uns eine Menge Geld von dieser Kreditkarte abgebucht wurde, ist das andere Geld noch sicher und es ist einfach nicht so schmerzhaft. Genau, und dann natürlich die Karten nicht an einem Fleck lagern, weil wenn dann natürlich gleich alle 2 bis 3 Kreditkarten weg sind, dann hat man natürlich ein großes Problem. Also immer mal da an dem Platz eine haben und an dem anderen Ort und bist du auf der sicheren Seite. Was auch nochmal eine ganz gute Sache ist, dass du dich aus Deutschland abmeldest. Denn du hast ja bestimmt Handyverträge, du hast bestimmt Verträge im Fitnessstudio. Diese Verträge laufen meistens auf 2 Jahre. Damit du da früher rauskommst, gibt es meistens die Regelung, dass wenn du dich aus Deutschland abmeldest, dass sich die Leute früher aus dem Vertrag entlassen. Manchmal ist es eine Extraklausel. Es geht nicht immer, aber versuche es auf jeden Fall. Melde dich also aus Deutschland ab in deinen letzten Tagen und versuche früher aus Verträgen, Handyverträgen, Fitnessstudio rauszukommen. Oder du planst von vornherein wirklich genau, wann sind deine ganzen Verträge zu Ende. Das haben wir nämlich gemacht. Wir mussten zwar 2 Jahre darauf warten, aber zumindest wussten wir, okay, wir haben dann wirklich nichts mehr am Hacken und keiner kann uns festhacken. Was auf jeden Fall auch noch wichtig ist, das hat mir vorher schon erwähnt, 2 Reisepässe. Besorgt dir wirklich 2 Reisepässe, denn wenn dir einer geklaut wird, hast du immer noch einen zweiten und kannst aus dem Land ausreisen. Wir hatten leider nur einen auf der ersten Weltreise, deswegen möchten wir dir diesen Tipp an die Hand geben. Wir haben 1 Woche länger in Mexiko festgehangen, weil wir noch zum deutschen Konsulat mussten und uns neue Papiere holen mussten. Deswegen mache nicht diesen Fehler, habe 2 Reisepässe und bewahre die an unterschiedlichen Orten auf. Dann hast du natürlich nochmal einen ganz großen Schritt vor dir, wenn du einen Job hast. Die Kündigung bei deinem Arbeitgeber. Und es kommt halt immer darauf an, wie gut du in Beziehung stehst zu deinem Arbeitgeber. Deswegen etwa du kündigst oder du fragst mal nach einem Sabbatical-Jahr. Manchmal ist auch eine Freistellung möglich. Du brauchst dir auf jeden Fall keine Gedanken machen, wenn du deinen Job kündigst. Denn das ist die geilste Lücke in deinem Lebenslauf. Ich habe super Erfahrungen damit gemacht. Die Leute wollen wirklich nur darüber sprechen bei dem Bewerbungsgespräch. Und was will man mehr? Man wird so oft eingeladen, weil man einfach auffällt und das ist richtig toll. Ja? Gebe nicht dein ganzes Geld auf der Reise aus, denn du musst bedenken, du kommst doch irgendwann wieder zurück nach Deutschland oder vielleicht willst du irgendwas anderes machen, vielleicht möchtest du auswandern. Deswegen lege dir von vornherein schon einen Betrag X, lassen es 2.500 Euro sein, lass es 1.000 Euro sein, damit du wirklich Geld hast, wenn du wieder zurück nach Deutschland kommst. Das macht vieles einfacher, das macht die Zeit nach der Reise noch ein bisschen einfacher, denn du musst doch alles reflektieren, du musst doch erstmal verstehen, was hast du da erlebt, wie hast du dich verändert, um einfach nochmal in Ruhe zu leben, um einfach nochmal zu reflektieren, was hat man so erlebt. Und das ist nochmal ein Tipp von uns beiden, habe auf jeden Fall noch ein bisschen Geld übrig, wenn du deine Reise beendest. Das waren also unsere Erfahrungstipps von unserer Weltreise, die wir dir mit auf den Weg geben möchten. Und ganz wichtig ist, wenn wir dir mit diesem Video weiterhelfen konnten, würden wir uns riesig freuen, wenn du uns einen Daumen nach oben da lässt und uns abonnierst und die Glocke aktivierst. Bing, 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 bing. Vielen Dank, dass du mit dabei warst.
Und wir würden uns freuen, wenn du nächstes Mal auch wieder dabei bist, wenn es heißt Fly by Feedtime. Okay, also nochmal. Wenn es heißt Fly by Feedtime. Ja, das war gut. Ja, das